Hallo, hallo, hallo. Jura Ninja! Und Temero ist wieder hier mit, ja, Ninja Gaiden, wer hätte es gedacht. Und mal wieder, weil ich mir das beim letzten Mal sehr schön fand, in etwas ruhigerer Montur. Aus dem Grund, dass ich dann nicht so schreien muss und mir mein Hals schon wehtut, weil ich gerade diesen kranken Scheiß aufgenommen habe von meinem, ja, 5000 Abo-Gedöns. Und wow, sowas tut im Hals weh, das glaubt man gar nicht. Autsch. Vogel. Ah, oh, oh, was ist das bitte? Hier sind 3 Millionen Gegner auf dem Screen. Das ist nicht machbar. Also es ist bestimmt schon machbar, aber nicht für mich. Da. Die Kugel will ich nicht. Damit kann ich nur sowas machen. Und oh, für den hätte ich sie vielleicht gebrauchen können sogar. Wow. Fuck. Schönes Spiel. So, und wir laufen hier gleich wieder lang. Und das geht diesmal viel besser als beim ersten Mal, weil ich weiß, was ich machen muss. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ich von hinten. Ich von vorne. Wow. Viel zu viel auf dem Screen, aber das macht ja rein gar nichts. Denn ich spiele dieses Spiel total gerne. Wer es glaubt. Oh, leck mich doch. Ja, schön. La 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 ouch. La 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 ouch. La 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 ouch. Ouch, ouch, ouch. Ich bin fast schon wieder Game Over. Warum spiele ich überhaupt weiter? Weil es nichts bringt jetzt einfach. Was macht das denn für einen Sinn, bitte? Was macht das alles für einen Sinn? Ja, komm, ich spring gleich in den Abgrund. Bam, tot. So, schön. Game Over. Oh nein. Ist es schade. So. Ich gehe jetzt hier lang und dann hole ich mir da oben erstmal die volle Punktzahl. Juhu. Pam. Pam, pam. Padadadam. Fusha. So, dich unteren kann ich töten. Dich hätte ich auch töten können. Dich will ich vielleicht sogar töten, weil du sonst so einen Scheiß abziehst, ja. Dich will ich aber töten. Und du springst da total logisch durch den Boden und du tötest mich fast. Nein. Kumpel. Nein. Kugel? Will ich Kugel haben? Nö. Will ich den töten? Jo. Will ich den töten? Jo. Will ich den abmurksen, der da gleich langkommt? Jo. Da sieht's aus, als ging es da hoch, aber da hinten geht's weiter. Nein, da hinten geht's nicht weiter. Oh, was? Oh, fuck. Schöne Stelle. Haha. Jetzt respawnen die? Na, nur der eine. Gut. Ah, gut. So weit war ich noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Es kommt mir nicht bekannt vor. Mit diesen Footballspielern. So, was haben wir da drin? Schriftroller! 100 Punkte. Das ist ein Fortschritt und ich bin tot. Schön. Find's schön. Find's total schön. Ich find's so herrlich, das glaubt man gar nicht. Footballspieler oder Eishockeymann. Oder was auch immer da eher passen würde. Und da ist der Vogel. Vogel tot. Komische Schlange? Steinwerfer? Nein. Ich laufe hier unten lang. Ich kann hier nicht unten nicht lang. What the hell ist hier los? Ich muss dahin. Das steht fest. Jetzt frage ich mich nur, so mockse ich den ab. Okay. So kriege ich eine bessere Waffe, die ihn abmockst. Haha. Jetzt will ich da dran springen und mich dann da fallen lassen. Denn dann kann ich so. Nein! Fuck! Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Aber ich weiß, wie es weitergeht. Gut. Also, Pam und rennen. Denn dann komme ich hier erstmal sicher durch. Mehr oder weniger. Kann die beiden abmoxen und jetzt mal rausfinden, was da oben drin ist. Da oben drin ist. Ein Ninja, den man wahrscheinlich in der Aufnahme wieder nicht sieht, weil Fraps das überhaupt nicht mag. Schön. Und Flammen. Nein. Flammen will ich nicht, aber ich will wissen, was da noch Autsch drin ist. Ich werde es nie erfahren, weil ich jetzt nicht mehr hin kann. Egal, würde ich da mal sagen. Denn dann komme ich hier hin und meinen schönen Schuriken. Du bist tot. Du bist. Wow, ist hier viel los. Party. Wie sonst was. Was ist da drin? 10 Punkte. Schön. Wo bin ich? Was ist das denn? Für ein gottloser Ort. Oh mein Gott. Oh, ich habe nicht mal genug Punkte für ihr. Was bist du denn? Ja, was bist du denn für ein Kerl? Sonst geht's dir noch gut. Hallo Fledermaus. Ich bin so gut wie tot. Schön. Find's schön. Da bringt mir selbst das Ding nichts mehr. Also. Bam. Bringt mir gar nichts mehr was. Aua, ich bin tot. Super. Game over. Von vorne. Aber mit 10 Punkten mehr als vorher, denn ich fand ein Schriftroller, das ist schön. So. Hep, hep, au, 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 au. So. Ho, 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 ho.
So, ho, 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 ho. Ha. Kommst du her? Danke. Kommst du her? Danke. Du bist tot. Und ich muss hier irgendwie durchkommen. So in etwa. Schön. Vogel, Kerl, Sprung. Autsch. Bumm. Und ich will die Kugel immer noch nicht haben, die nach unten feuert. Ich will das Ding nehmen. Ich will dann den töten. Den irgendwie... Nein, den Vogel. Ich hätte die Kugel nach unten gebracht. Fuck you. Macht das einen Spaß. Macht das Spiel auf einmal wieder eine Laune, seitdem ich in 7 bin. Und der trifft mich 4-mal. Boah, ist das gut, was ich hier abziehe, ne? Ja, braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Lass mich hoch. Und dann bringe ich ihn um. Und dann kann ich hier lang und so. Mal gucken, ob das klappt, was ich jetzt... Ja, jetzt klappt es eh nicht mehr, weil ich runtergefallen bin. Okay, ich nehme die Kugel mit. Viel zu viel auf dem Bildschirm. Ich habe Angst. So, ihn töten, ihn... Oh, wisst ihr was? Ich lade mein... Nein, ich lade mein... Doch, ich lade mein State. Das geht nämlich viel schneller als ich... Ey, das ist ein Castlevania State, den ich laden will. Wow, bin ich klug. Load State. Anderer Ordner, anderer State. Ninja Gaiden. So. Tun wir so, als wäre nie etwas geschehen. Wir sind einfach wieder hier. Coole Sache. Jetzt muss ich mir gleich die Rolle nochmal holen, aber das juckt nicht gerade. Scheißdreck. Hey, lass mich doch mal wenigstens meine Punkte holen, Mann. Bin ich so blöd oder was? Was ist los? Was ist wieder los mit mir? Ich spiele Ninja Gaiden und direkt sitzt mein Hirn aus. Oh, ach fuck. Töten. Nein, nicht töten. Gut. Dann überlebst du halt. Ah, gut, mein Plan geht nicht auf. Ich dachte vielleicht, ich könnte irgendwie ganz viel Magie und Zauberei anwenden. Ihn da... Haha, wie auch immer. Lustig. Nein, überhaupt nein. Gottloser Ort. Ich habe keine Ahnung, wie ich an 4 Flammen vorbeikommen soll, deswegen lasse ich mich einfach mal treffen. Und gehe dann da hoch. Geh dann hier hoch. Und gehe dann hier hoch. Und dann mache ich so. Wisst ihr? So und so. Dann geht er da weg, der Kleine mit seinem Krummsäbel. Und ich mach's so. Und oh mein Gott, da ist ein Vogel. Stirb, Vogel. Da oben war was Interessantes drin. Das weiß ich noch. Wenn ich irgendwie drankomme, wo es gerade nicht so scheint. Weil er einfach Mr. Invincible ist. Mr. Invincible, hallo. Hallo, tschüss. Schöner Ort. Gut, ich werde die Ninja-Strategie Nummer 2 verwenden. Für die, die sie noch kennen. Sie nennt sich... Rennen! Renn, 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 ouch. Gut, aber hier muss ich nicht mehr rennen. Hier kann ich wieder ganz, ganz ich sein. Ganz cool spielen. So, mit Warten und Spannung. Bis Krummsäbeltyp da mal so ein paar Meter weiter geht. Danke. So. Und oh, ich hab den da oben schon abge... Nein! Puh. Das wäre... sehr ärgerlich gewesen. So, 2 Punkte gewinnen. Oh, was mache ich hier? Wow, okay, gottloser Ort. Gottloser Ort ist nicht schön. Töten, töten, töten. He respawned? Nee, egal. So, gut. Und ich bin hier mit noch einem Leben. Moment. Ich mache ein Safe State. Das ist mir gerade sicherer. Safe State. Speichern. Weiter. So, was gibt's hier hinter noch? Geschenke? Gar nichts? Nichts. Supi. Gut, ich komme mal wieder da hoch. Das ist schön. Ah. Dann überlebt ja auch noch ein Treffer. Was ist das für ein Kerl? Ninja. Fledermaus. Gewehrtyp oben und unten. Das heißt, ich will rennen, einen Schuss machen lassen. So. Perfektes Spiel. Und es kommt... Irgendwer erschießt mich jetzt. Pam, pam. So. So, das ist also das Ende des Weges. Ha? Es ist so dunkel. Alles wird wolkig. Oh, er blutet. Lila Blut. Ryu, hol sie dir. Für mich. Er blutet. Was hat ihn denn erwischt? Oh, Pam. Letzter Schuss. Da rennt Ryu. Ryu rennt, Ryu rennt, Ryu rennt, Ryu rennt, Ryu rennt und sagt nichts. Er rennt einfach nur und man denkt sich, wow, rennt der Typ schnell.